kommt der Pepe, unser neuer Einsteller. So, da ist der Pepe. Das ging mit dem Langen, den Elche, sehr gut. Die haben sich gleich gesucht, gefunden. Sissi ist schon verliebt. Die quietscht ohne Ende. Und Santa Fe, die sie ja sonst immer Sissi verteidigt, kann leider nicht durch ihr Cushing. Der geht es gerade gar nicht gut. Die entgiftet auch durch die Hufe, deswegen hat sie ein Hufgeschwür. Und dadurch ist aber erstmal diese Gruppendynamik ruhiger, als wenn die Santa Fe dann immer noch die Sissi verteidigt und angreift. Und ich denke mal, wir werden die nachher auf die Koppel lassen und dann gucken wir weiter. So, der Lange und Pepe stehen schon zusammen und machen sogar Fellpflege. Die Stuten im Hintergrund und jetzt habe ich meine anderen drei Stuten rausgelassen. Jetzt wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen kritisch, wenn Gina und ihre Mama da kommen und die Mary. Aber die beiden Männer haben sich erstmal schon ein bisschen zusammengerauft. Das Einzige, was wieder ist, ist immer, wenn die Haflingerstute, die Sissi, sich nähert, dass der Lange dann sagt, hau mal ab hier, Pepe. Weil der Lange hatte ja die Stuten, jetzt zum Beispiel, ne? Hatte ja die Stuten die ganze Zeit für sich. Und das ist so ein bisschen Macho, ihr habe. Da sind die Weiber. Und da sagt der Lange, ne, jetzt musst du hier weg. Und Sissi ist verknallt und rennt schon dahinterher. Und dann muss der Lange sagen, ey, weg hier, ist meine Stute. Und der Pepe ist aber nett und geht gleich. Und Mary sagt, oh, was ist denn das? Neuer. Die beiden Stuten haben es noch gar nicht so richtig mitbekommen. Aber Mary, oh, die geht erstmal weg. Oh, gruselig. Ist doch nicht der Lange. Ah, jetzt. Erster Kontakt mit Mary Lou. Und dann kommt der Lange und sagt, hallo, meine Stute. Genau, und da hat der Lange seine Stuten wieder im Griff.